Ich glaube, so langsam wird das Spiel selbst für mich verrückten Dude zu crazy. Ich weiß nicht, ob ich das noch handeln kann. Im Ernst. Ey, hier geht's voll ab, ich weiß auch nicht. Bowser wurde zerquetscht, wir sind jetzt in einem anderen Körperteil und hören uns mal an, was hier vor sich geht. Bei mir könnt ihr speichern. Oder doch nicht? Aber ich bin nicht immer da, um euch speichern zu lassen. Oder doch? Wie auch immer, wollt ihr jetzt speichern, hä? Ja, okay. Allein sowas, total random. Warum? Ihr habt mich gewarnt, das ist das verrückteste Spiel aus der ganzen Serie. Und die Serie ist verdammt verrückt. Was seid ihr für Kreaturen? Wir sind das Licht im Dunkeln. Wir bewahren Bowser. Wir sind Schutz im Unheil. Wir dienen Bowser. Wie so ein Helmut Lobine. Allerdings viel weiter entwickelt als unsere Brüder. Wir sind Helmut Lobine und sind Arme und Beine gewachsen. Bowser hat im Moment gefährlich wenig Energie. Deswegen haben wir hier auf euch gewartet. Zunächst solltet ihr an dem Helmut Lobine rechts speichern. Steigt danach in die Helmut Lobote hier. Und dann müsst ihr den Adrenalinfluss bereisen. Ich hab doch gespeichert. Dann, let's go. Rot und grün, ich sehe das schon. Können wir ballern? Ein weiteres Minispiel. So, was machen wir denn jetzt auf diesem Adrenalinfluss? Das ist wohl Adrenalin. Er wurde zerquetscht. Da ist Adrenalin natürlich vorhanden, aber auch nicht Priorität 1, oder? Mario, kümmert du dich um das rote Adrenalin? Verständlich. Luigi um das grüne. Versuch, das anfliegende Adrenalin zu treffen. Luigi, nimm dir das grüne Adrenalin vor. Etwas nach links. Ach, und die hängen auch zusammen. Verstehe, das erinnert mich an irgendein Mario-Spin-Off. Was für eins war's? Denke ich da wirklich an Mario und Yoshi oder war da noch was anderes? Wenn ihr Adrenalin trefft, füllt sich die Adrenalinleiste. Wenn wir die Adrenalinleiste füllen, vielleicht ist Bowser dann wieder fit. Mario kümmert sich um rotes, Luigi um grünes Adrenalin. Nicht verwechseln. Dafür ist mir das schon ein bisschen zu, ja, eingebürgert in meinem Brain und in meiner Welt. Das kann ich schon deutlich besser als irgendwie mit dem Touchpad was anpinnen. Weil schön Knöpfchen drücken, da bin ich Fan von. Ne? Videospiele ist für mich Knöpfchen drücken und nichts anderes. Was ist denn das? Diese Art Adrenalin scheint etwas mehr zu vertragen. Mario, Luigi, darum müsst ihr euch gemeinsam kümmern. Ihr müsst beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt halten und so oft wie möglich treffen. So. Verstehe. Natürlich eine. Okay, die halten auch an. Verstehe. Oh, das gefällt mir ganz gut. Was ich falsch gemacht habe. I understand. Aber bislang habe ich mich selbst noch nicht erwischen lassen. Das schon mal de facto. Ach, da war ich doch aus. Was ein Schnieker, Kollege. Das sind mehr die richtigen. Na gut, getroffen. Da sind die Herzen, hab schon verstanden. Wenn euer Boot getroffen wird, verliert ihr ein Herz. Also versucht Zusammenstöße mit Adrenalin zu vermeiden. So ein bisschen fordernder als ich dachte, aber es macht Spaß. Das ist halt auch der Punkt. Es ist zwar verwirrend, ups, aber es macht halt einfach Laune. Das Spiel. Was, wurde ich dreimal getroffen? So kurz vom Ziel? Nee. Oder habe ich es geschafft? Oh nee, die Leiste oben war fast voll, aber auch mein Dings. Naja gut, ohne Tutorial ist es wahrscheinlich sogar angenehmer und gar nicht so lang hier, der Schinken. Das Problem, was ich sehe, er schießt halt auch einfach mehrmals ab. Oder bin ich schuld? Nee, ich bin schuld sogar. Yes. Like that, so kleine Auflockerung. Aber wir haben jetzt schon seit geraumer Zeit einen gefährlichen Mix aus ja, Minispiel an... Oh, verdammt. Idiot. Anschluss daran. Bosskampf, dann wieder ein bisschen rumlaufen.
das meine ich. Also solche Minigames, die waren ja schon immer mal vorhanden. Von Superstar Saga an, eigentlich von Mario RPG schon an. Aber weniger an Paper Mario, ne? Seine Energie kommt zurück! Also er sammelt das fette Adrenalin. Schande. Ah! Damit er genug Kraft hat, um hier das Schloss hochzuheben, oder was? Die Energie wird stärker. Bowser bewegt sich. Der hebt nicht ernsthaft das gesamte Schloss hoch. Ich glaube, der hat ein paar Fruchtzwerge zu viel gegessen. Was ist denn da los? Was ist das? Die Festung. Sie schwebt. Das hat sie doch vorher auch schon, oder? Ach du heiliges Hackfleisch, warum ist der jetzt gewachsen? Wegen Adrenalin? Ich hinterfrag hier gar nichts mehr. Hey, was ist das? Fuck the what? Groß, nein, gigantisch. Groß, nein, gigantisch. Also ihr könnt mich nicht sehen, aber ich habe gerade einen geneigten Kopf. Ach du Schande. Das wollt ihr von mir? Wie mache ich das denn? Na gut, euch werde ich es editieren. Da sind wir ja fast wieder auf YouTube-Maß. Ich muss jetzt... jetzt muss ich aber doch den Kopf drehen und das ist doof. Was wollt ihr? König Bowser, ob das gesund ist, so schnell zu wachsen? Soll ich erklären, wie ihr eure Größe im Kampf nutzen könnt? Ich will den DS nicht so drehen. Los, erklär! Es ist mir eine Ehre, meinen bescheidenen Beitrag zu leisten. Sieht so aus wie Bowser, nur viel zu groß. Kunsthafter! Finde rauf, wer das ist! Überlasst das uns, eure Meterbosslichkeit. Ah, sehr gut. Eine Gelegenheit, euren Schlag zu üben. Oh mein Gott, ich verstehe nur Bahnhof. Berührt das Symbol für Schlag. Schlag zum Schlag, den Touchpen entlang des Pfeils führen. Oh mein Gott. Muss das sein? Müssen solche Späßchen jetzt wirklich sein? Beim Schlagen erscheint ein Pfeil auf dem Bildschirm. Führt den Touchpen entlang des Pfeils schnell nach rechts. Okay. Weltumwändige Kraft. Ihr müsst schnell führen und je länger ihr führt, desto besser. Führen, also langsam entlang wischen oder was? Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das absolut nicht hier. Weil ihr seht das vielleicht gerade. Ich aber halt wirklich im 90-Grad-Winkel. Probier's gerade nochmal. Das war okay. Also soll ich doch schneller machen. Die Frage ist, wozu das? Ja, super ist besser als okay. Nee, reicht schon. Was noch? Jetzt haben wir viele kleine Gegner. Da wirkt euer Feueratem wahre Wunder. Aha. Berührt das Symbol für Feueratem. Zum Feuerspucken ins Mikrofon pusten. Oh, jetzt muss ich mal sehen, ob das funktioniert mit meinem Gelaber. Wie soll ich sonst machen? Ein Symbol zeigt an, wann ihr pusten müsst. Pustet in die Richtung des Mikrofons des Systems. Ich habe das ja eingestellt. Der Punkt ist nur, ich sollte vorher nicht reden und dann anfangen laut zu reden. Oder soll ich das Mikrofon pusten? Ich probiere es einfach mal mit Pusten. Ich mache auch meinen Popschutz weg. So. Ohne zu wissen, wie sich das für euch anhört.
Ich sehe es ja aber hinterher beim Bearbeiten. Je länger ihr pustet, desto stärker wird der Feueratem. Nochmal. Ich probiere es mal mit Popschutz, ob das noch so klar geht, ob das funktioniert. Ich frage mich nur, was das soll. Keine Ahnung, ob das gut war. Gut, dann, verstanden habe ich das Prinzip. Was dauert das so lang? Geht noch näher ran. Seht ihn euch genau an. Kommt doch mal lieber selber raus. Da nähert sich was. Wir sollten schnell den Gegenschlag üben. Führt den Touchpad schnell nach rechts, um zuzuschlagen. Kennen wir ja. Führen. Also instant quasi. Oh mein Gott. Da das richtige Timing rauszufinden, ist natürlich auch ein bisschen interessant. Dieser Schlag ist langsamer. Deshalb solltet ihr ihn etwas früher ausführen. Ich tue mal so, als wäre ich bereit. Jetzt sind eine Menge Gegner im Anmarsch. Haltet sie mit dem Feuerball auf. Wählt euch an Tippen die Richtung, in die der Feuerball fliegt. Ah. Okay. Was soll ich dazu noch sagen? Meterboss, dieses Riesenteil, es ist wirklich Bowser. Was? Typisch. F-Dur, das er vor der drastischen Maßnahmen. Kämpft! Wird's jetzt ernst? Die Musik ist es. König Bowser, zeigt's ihn! König Bowser. Ich mach das schon! Tja, hauen wir erstmal, oder? Auf die eigene Burg! Er scheint eine gute Hausratsversicherung zu haben. Und das bringt was genau? Soll ich doch mal einheizen? Jetzt kommt... Oh, das war zu früh. Natürlich, natürlich, natürlich. Und wir sehen die Leisten unten. Mhm, verstehe. Was ist, wenn ich jetzt mal meinen Feueratem ausprobiere? Das war nur okay. Ah, wird doch immer schwächer. Ist quasi aufladen, oder was? Sein Feueratemchen. Gut, bleiben wir also erstmal beim Schlag, wenn sich die Situation ergibt. Die Burg hat eine Energieanzeige. Und? Haha! Perfekt gekontert. Na gut, gelungen gekontert. Es hat funktioniert. Greif doch an, wenn du dich traust. Was machen wir mit denen? Also ich darf nicht weiter vor, dann muss ich denen wohl erstmal einheizen. Funktioniert auch. Tut mir leid für eure Ohren, aber dafür war es auch sehr effektiv. Jetzt muss doch mir ein bisschen Zeit lassen, damit das auch anständig funzt. Gewährt, oder? Läuft. Da die unten besiegt sind, kann ich jetzt wieder zuhauen wie ein Großer. Laut den Energieleisten sieht's gut für uns aus. Wieder Stachis? Na gut, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Exzellent. Achso, warte. Ah! Doppelt schön. Reicht das schon oder braucht es noch einen finalen Schlag? Reicht, 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 reicht. Anscheinend. Die Untergebenen fliehen. Wie kommt es so hoch werden? Jetzt zeigt sich, wer hier wahre Größe besitzt, Kleiner. Oh yeah.
Reste den Meta-Boss! Du bist ein Feigling! Werde wieder normal, dann kämpfen wir! In der Tat ist dieser Vergleich ungerecht. Aber so sind gerade die Tatsachen, also. Wertest du das als Sieg? Er bekommt EP. Und das weiterhin im schiefen Zustand. Bowser Level Up. Bossrang Silber. Du kannst jetzt zwei Bekleidungsstücke gleichzeitig tragen. Das ist schön. Muss mal wieder im Shop vorbeigucken, ob das überhaupt nötig ist. Hörner haben wir ja gut erhöht. Wie wär's mit Angriff? Ich denke nicht. Sieht nicht besonders hoch aus. Da ginge was, da ginge was. Hier ist es höher. Also, KP. Oh, geht's wieder in den normalen Zustand? Oh mein Gott, danke. Ich sag, das tut so gut. Ich krieg schon einen steifen Hals hier. Bin ich gespannt, wie ich das bearbeiten werde. Das ist auch so eine Eigenheit an Mario und Luigi. Sie machen es einem nicht einfach bezüglich die Bildschirmaufteilung, dass es für euch perfekt ist. Ihr wisst nicht, wie viel ich schneiden muss. Jedes Mal, wenn Bowser einen Kampf beginnt, wechselt ja der Bildschirm. Manche haben das vielleicht schon bemerkt. Da geht ja dieser Stern und klatscht quasi auf den unteren Bildschirm. Und in dem Moment wechsle ich halt den Bildschirm. Und nach dem Kampf auch wieder zurück, wenn der Bildschirm schwarz ist. So viel Arbeit, an die man gar nicht denkt. Aber naja, ich halte es so für die beste Lösung. Statt irgendwie immer zu switchen. Und generell ist die Bildschirmaufteilung bei MDS ja so optimal, dass ihr, ich sag mal, links seht ihr den oberen oder unteren Bildschirm, je nachdem, die sind ja gleich groß, komplett in Originalauflösung. Und rechts ist immer noch genug Platz, um den anderen Bildschirm zu zeigen, auf dem hoffentlich nicht so viel abgeht. Habe ich ja schon länger so gemacht. Auf dem 3DS sieht die Sache anders aus. Da ist der obere Bildschirm breiter und ich finde da keine äußerst perfekte Lösung. Aber beim DS finde ich sehr gut. Junge, Junge, puh, was war das denn? Ja, Glitzerstern oder Chibi? Ich habe nur versucht, dich wieder aufzuwecken. Ich weiß nicht warum, aber du bist plötzlich riesengroß geworden. Wirklich, das war super. Los, mach das nochmal, dann ist Krankfried fertig. Leider scheint das nur in wirklich kritischen Situationen zu funktionieren. Ach so, egal. Auch in normaler Größe bin ich unaufhaltsam. Wir sind bald an meiner Festung und dann wird abgerechnet. Ich sagte es am Anfang des Parts, ist alles sehr verrückt hier. Sehr verrückt. Liebenswürdig verrückt, fürwahr. Ich habe mir auch geschrieben, ich wäre irgendwo. Moment, kann ich nochmal ein Stück zurücklaufen? Ich hatte was verpasst angeblich. Und wir befinden uns hier noch im Grübchenwald. An einem Speicherblock wäre ein Teleporter gewesen. Jetzt habe ich aber echt keine Karte oder sowas. Kann man das rausfinden? Ich glaube, ich bin schon zu weit weg, was? Ist hier noch irgendwo ein Speicherblock? Ich gehe einfach arschweit weg, ne? Ach, da bin ich tatsächlich. Ah, eine Chuck-Route, so war das. Willst du dich teleportieren? Nee, aber ich habe die Chuck-Route jetzt. Ja, das kann ich ja nicht wissen, liebe Freunde. Das war ja relativ gut versteckt. Wie? Willst du abbrechen? Das Let's Play nicht. Die Aktion hier, ja. Gut, dann haben wir das geklärt und können uns gegebenenfalls in den Grübchenwald bewegen. Ja, komm, hinter dem Speicherblock ein Baum, den man wegburnen muss, das ist schon ein bisschen versteckt. Und ich bin kein Hellseher, ich kann das nicht riechen. Ziemlich gegnerlos hier. Die respawnen auch nicht? Echt jetzt? Waren hier Gegner überhaupt? Stampf, stampf, stampf. So, das speichern wir gerne mal ab, weil ich speichere gerne. Bowser hat den Schlitterschlag gelernt. Er macht sich erneut auf den Weg zu seiner Festung. Schlitterschlag. Naja, ich bin mir aber sicher, dass diese Riesen-Bowser Kampfvariante, schön gerettet,
Werden wir bestimmt noch mal ein, zwei Mal sehen im Spiel. Und dann, wenn es noch ernster ist. Bestimmt sogar das große Finale. Ich freue mich auf meinen steifen Hals. Achso, dieser Schlitterschlag. Ja, da war was. Hier, dies, das Ananas. Ich erinnere das. I remember that. Crazy German. Eine Sniffet-Blume? Scheint ein Gegner zu sein. Dies. Migränesee, Bowsers Festung. Letzteres klingt doch gut. Aber ich werde mal hier zu den Sniffet-Blumen gehen. Habt ihr gesehen, wie es gewechselt hat? Oder ich schneide euch das so, dass es sich jetzt quasi wechseln soll als Demonstration. Moment. Erstmal saugen. Ihr habt mir auch geschrieben, was die Blockkatzen angeht. Es gibt ja 15 insgesamt. Ich glaube, 2 haben wir schon. Und bei bestimmten Gegnertypen... Da ist eine. Sehr gut. Das heißt, ich brauche jetzt bei diesen Sniffet-Blumen gar nicht mehr nach Blockkatzen suchen. Also wenn das nicht leuchtet, dieser Block, dann ist jetzt zumindest bei den... Sniffet-Blumen, so nenne ich sie halt, nichts mehr da. Aber trotzdem kann ich irgendwas anrichten. Ich kann die quasi schwächen. Die Blüten abziehen, ja. Das gefällt ihnen gar nicht mal so gut. Boah, so scheint es auch nicht wirklich zu schmecken. Ich benutze mal... Feueratem ist ja sehr effektiv, deswegen auch... Autsch. Und da ist ein Sniffet, der die gießt und die Sache hat sich wieder. Prinzip geschnallt und jetzt darf ich mir auch gar nicht mehr groß Fehler erlauben. Ja, jetzt regeneriert sich die wieder. Also wenn dann jede Runde kommt, dann ist es eigentlich sinnfrei, was ich hier veranstalte. Lucky Tomb mit einer Burger King-Krone, wa? Ich nehme ihn einfach mal mit. Und mach den hier fertig, Alter. Wenn es denn sein muss. Ah, ich habe gar nichts mehr. Warum? Ich kann die auch nicht aufheilen irgendwie, ne? Weil die sind ja die ganze Zeit hier. Ups. Ah, ich dachte für einen Moment, die Krone wäre vielleicht ein Wunderpunkt. Also ich kann den da nicht verletzen. Wunderpunkt ist nicht, dass man ihn nicht verletzen kann. Ihr wisst, wie ich es meine. Danke. Danke. Kannst behalten. Danke. Danke. Sehr großzügig. Ups. Großzügig, wirklich. Ach, nerv doch mal nicht weiter. Bowser hat was zu erledigen. Das ist ein ganz normaler Kampf gegen irgendwelche Blumen. Also, lass das mal. Ja, wenn in jeder Runde der wirklich ankommt, wird Bowser jetzt dann doch mal erstmal hoffentlich perfekt. Das war eigentlich so perfekt, dass... Bisschen zu früh. Ich versuche auf Exzellent zu trimmen. Was jetzt? Mario und Luigi können dem nicht helfen. Wieder Wecker einsetzen und diesen Kampf von vorne beginnen. Ich glaube, das ist wirklich das Beste. Sehen wir das zum ersten Mal. Es war einfach nur ein bisschen lame von mir. Als wäre ich nicht drauf vorbereitet. Ah ja, stimmt, sogar die Blockkatze. Mensch. Okay, beide hat's getroffen. Das ist gut. Ja, Blockkatze. So, mach perfekt, wenn sein Kopf anfängt rot zu leuchten. Ganz genau. Und sie stehen noch. Ja, dann direkt nochmal. So schnell kann man den Kampf beenden, ne? Gewusst wie. Läuft bei uns. Da wollen wir aber gar nicht lang zu, was war es doch gleich? Migränesee? Habe ich ja schon mal gehört, ne? Migränesee, als wir die Wahl hatten zwischen Kariesstrand und Migränesee. Na, da sind wieder Bohnen und die Bowser nicht rankommt. Das sind auch merkwürdige Wege. Es ist ein bisschen weitläufig hier. Man kann sich verlaufen, weil es einfach zu viele Optionen gibt. Wer bist du denn eigentlich? Niemand Erwähnenswertes. Musik ist anders. Ich dachte, hier wäre vielleicht was Spannendes, eine Chakrute.
Hatte ich fast vergessen, muss ich zugeben, ja. Chaka, du schaffst es. Sniffet-Blumen. Ich glaube aber, da machen wir im nächsten Part weiter. Die Zeit ist mal wieder fällig. Danke fürs Anschauen. Daumen hoch oder Daumen runter. Mario und Luigi, Abenteuer Bowser wird immer bunter. Im Ernst. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.